Servus, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kümmern wir uns ums Schleifen. Also wir werden jetzt hier erstmal einen weißen Lack runternehmen und so. Weil ich hätte gern irgendwie den neuen Lack drauf, bevor wir die ganze Technik und so verbauen. Nicht irgendwie, dass wir dann die Technik zusammengebaut haben und die wieder abreißen müssen, nur weil dann lackiert wird oder so. Darauf habe ich keine Lust. Deswegen kommt, folgt das Schleifen und Lackieren als nächstes. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Dies wird auch übrigens eine kleine Timelapse, also viel Spaß. Thank you.
Leider nicht mehr schleifen. Das ist das Einzige, was ich jetzt nicht schleifen konnte. Ich mache das dann irgendwann, wenn ich wieder genug Schleifpapier habe. Also ich habe das gebrauchte Schleifpapier genommen vom letzten Mal, als wir den anderen Käfer fertig gemacht hatten, den schwarzen. Ihr wisst ja schon, welchen ich meine. Und ich habe nebenbei noch was gerade eben getestet, und zwar habe ich die LEDs getestet. Und die können funktionieren, das zeige ich euch mal. Moment, soll natürlich auch auf die Kamera gezeigt werden. So. Muss da eigentlich funktionieren? Andersrum. Hier. Also auf jeden Fall, wenn hier das mal ein bisschen besser funktionieren würde, das mache ich gerade nochmal. Da, funktioniert. Leuchtet auf in blau. Rot. So. Auf jeden Fall, da es noch ein bisschen dauern wird wegen dem Lackieren. Und ich sicher hier noch was machen werde an diesem Tisch. Also ich schraube das jetzt nicht zusammen, sondern baue das erstmal so grob zusammen hier. Kann man ja nochmal gucken hier, wie es dann jetzt aussieht. Auf jeden Fall etwas katastrophal. Schmeiße ich hier alles mal rein hier. Hier die ganzen Schrauben auf jeden Fall und so. Ihr wisst sicher schon, ja, ich werde diesen Tisch vielleicht nochmal etwas öfter benutzen, deswegen, ja, kommt das alles nochmal, kommt der Käfer nochmal ins Regal. Aber jetzt in diesem Zustand, ich mache jetzt hier nichts mehr. Fürs Erste, solange der noch nicht lackiert wird, kommt hier alles rein. So, hier LEDs, Vorderachse, also halt der normale Kram, der kommt jetzt hier ein. Alles rein, was wir später brauchen. Armaturenbrett, kommt nachher Lenkrad drauf und so. Motor und die Hinterachse mit dabei.
in einem. Und die dementsprechenden vier Räder oder Reifen, wie auch immer man das nennen mag. So, hier ist Kabelzeug, hier nochmal ein paar Schrauben, da nochmal, dann Scheinwerfer, habe ich übrigens auch nochmal rausgemacht. Da, ja, so, ist hier sonst noch was? Batterie. Ah, das kann man auch mal mit reinschmeißen hier. So. Ja. So sieht das Kfz jetzt ungefähr aus. Ein bisschen traurig, aber der wird halt wieder zusammengebaut, wie gesagt. Also der bleibt jetzt nicht 100 Jahre so, sondern ja, ein bisschen dauert es noch, aber neu lackiert wird er die nächsten Wochen oder so. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und wenn ihr auch die LEDs und euch für einen Lack interessiert, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video oder bis zur nächsten Folge. Dann wird es auch die Lackierung sein. Haut rein, Leute, und tschüss.